Sie möchten gerne eine neue Sprache lernen oder Ihre Sprachkenntnisse verbessern bzw. auffrischen. Sie überlegen, ein Auslandssemester oder eine Reise anzutreten. Sie möchten sich für Ihren Beruf oder aus persönlichen Gründen weiterbilden oder haben einfach Spaß an einer neuen Sprache. Dann nutzen Sie doch einfach den Sprachlernkurs Rosetta Stone. Die Bibliothek hat für FH-Studierende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zugänge lizenziert. Rosetta Stone bietet 24 Sprachen in verschiedenen Sprachniveaus an. Neben den gängigen Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch oder Spanisch können Sie auch Sprachen wie zum Beispiel Griechisch, Polnisch, Schwedisch oder Türkisch lernen. Das Sprechen, Lesen, Schreiben und Hören der gewünschten Fremdsprache wird unter anderem mit Hilfe von Ausspracheübungen, Audios, Bildern und Texten vermittelt. Regelmäßiges Wiederholen führt kontinuierlich zum nächsten Lernniveau. Das Lernpensum bestimmen Sie dabei selbst. Vor dem Start müssen Sie sich einmalig unter folgendem Link registrieren. Klicken Sie zur Registrierung auf folgenden Button. Die Sprachen Niederländisch, Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch werden bei Rosetta Stone Advantage bis zum Sprachniveau C1 angeboten. Melden Sie sich im nächsten Schritt mit Ihrem Namen und Ihrer FH-E-Mail-Adresse an. Für die Registrierung müssen Sie sich auf dem Campus oder im VPN befinden. Nach der Registrierung wird Ihnen eine Bestätigung mit den zukünftigen Zugangsdaten per Mail zugesandt. Wenn Sie Rosetta Stone an einem Computer nutzen möchten, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten unter folgendem Link an. Sie können aber auch die App für Ihr Tablet oder Smartphone herunterladen und somit flexibel an jedem Ort und zu jeder Zeit Rosetta Stone nutzen. Sobald die App installiert wurde, gehen Sie bei iOS auf Anmelden und wählen Gebrauch für Arbeit, Schule oder Universität aus. Geben Sie dann Ihre Zugangsdaten ein. Im Feld Namespace muss HBZ Online eingetragen werden. Auch bei Android gehen Sie nach der Installation der App auf Anmelden und wählen diesmal Arbeit und Schule aus. Geben Sie dann Ihre Zugangsdaten ein. Im Feld Namespace muss ebenfalls HBZ Online eingetragen werden. Bei Fragen zu Rosetta Stone wenden Sie sich gerne an die Bibliothek. Bis bald. Au revoir. Hey do. Bye bye. Matane. Güle güle.